Wie groß ist die Lichtgeschwindigkeit in einem Medium mit Brechungsindex 1,48? Um diese Aufgabe zu lösen, nutzen wir die Definition vom Brechungsindex. Das Brechungsindex N von einem Medium ist definiert als Lichtgeschwindigkeit C im Vakuum geteilt durch die Lichtgeschwindigkeit V in dem Medium. Wir wissen also, dass N C geteilt durch V ist. Daraus schließen wir, dass V C geteilt durch N sein muss. N wird angegeben und C kennen wir. C beträgt 3 mal 10 hoch 8 Meter pro Sekunde. Also brauchen wir nur diesen Bruch auszurechnen und finden so, dass die Lichtgeschwindigkeit V in diesem Medium ungefähr 2,027 mal 10 hoch 8 Meter pro Sekunde beträgt.